ich bin die, ja, die technische Konzepte bei Ihnen hinterfragt und sagt, na, müssen wir es wirklich so machen? Brauchen wir jetzt zwei Schaltfelder oder eine Kupplung oder zwei Kupplungen? Also es ist eigentlich immer relativ unangenehm, wenn ich mal nachfrage. Jetzt frage ich Sie, wenn ich einen Transformator wechseln will, woran muss ich denken? Okay, also Leistungsgröße, ganz klar, welche haben wir, welche wollen wir? Dann das Alter und der Zustand der bestehenden Anlagen, dann die Art der Sternpunktbehandlung, dann der Restbuchwert von der finanziellen Seite und Rahmenverträge, wie sind die Konditionen? Was ich damit zeigen will, ist, hier mal ein ganz kleines Projekt, ja? Da geht es nur um Austausch von einem Transformator. Und da haben wir schon eine relativ große Anzahl an Dingen, die wir an Randbedingungen betrachten müssen. Und zwar versuchen wir jetzt mal ja, so eine Entwicklung von so einem Projekt mit der Situation oder dem Zustand von, von einer Person zu vergleichen. Das Kundenmanagement wird also immer auf ein Projekt schauen und genau das im Blick haben. Das heißt, wie kriege ich die Abstimmung hin? Wie können wir realisieren, dass das Projekt gemeinsam durchgeführt wird? Der Netzbetrieb überlegt sich um Himmels Willen, welche Anlage ist es? Wie ist der Zustand von der Anlage? Und wie kann ich machen, dass sie quasi immer betreibbar ist? Als nächstes sind wir bei der Systemführung. Ich habe es jetzt mal mit einer Hand verglichen, weil die Systemführung ja immer Hand anlegen muss. Ja? Das heißt, oberstes Credo ist Risikominimierung. Ich denke, das ist uns allen ein Begriff. Da ist die Mentalität eine völlig andere. Da geht es darum, Ärmel hochkrempeln und losarbeiten. Und jetzt kommt zu den ganzen Fakten, die ich schon gesammelt habe, noch was komplett anderes dazu. Und zwar das, was die meisten von uns am wenigsten wohl mögen. Controlling, Finanzen. Das sind immer die, die immer mich auf Restbuchwerte ansprechen und sagen, ja, hast du das schon kontrolliert? Wo ich so dachte, ja, so fühle ich mich auch manchmal, wenn ich mit dem Regulierungsmanagement spreche, ist es dann doch manchmal sehr schwierig, mich in die Situation hereinzudenken und auch ja, die Gedanken der BNSA nachvollziehen zu können. Das heißt, wenn man die verschiedenen Aspekte zusammenpackt, sieht man das ganze Bild. Das Ziel ist es ja, eben nicht nur etwas zu bauen, was funktioniert, sondern wir versuchen ja, so bedarfsgerecht es geht, eben die Dinge zusammenzustellen. Und das kann man halt nur, wenn man verschiedene Varianten vergleicht. Als ganz zentrale Botschaft, wir müssen einander zuhören und nicht nur selber reden, weil nur dann kommen wir zu den besten Lösungen. Dankeschön.